gesehen. Ich habe mir gerade einen Stich gesetzt. Ich habe ziemliche Probleme gerade mit meiner Hüfte, mit meinem Ischias. Ich werde es jetzt mal wieder mit Bienengift probieren. Ich werde gleich noch ein bisschen was erzählen zu meinen Völkern, wie es heuer so läuft. Morgen ist Karfreitag. Am Montag habe ich die erste große Durchsicht gemacht. Aber ich gehe jetzt mal in den Hinterteil vom Garten, da ist es ein bisschen ruhiger. Und dann erzähle ich euch, wie es so ausschaut, wie die Bienen da im Winter gekommen sind. So, jetzt ein kleines Update zu meinen Bienen. Vorgestern habe ich zum ersten Mal eine große Durchsicht gemacht. Das heißt, ich habe die Futterwaben kontrolliert und ob noch Platz ist zum Legen für die Königin. Ob die Königinnen überlebt haben, ob Brut drin ist. Hat alles positiv ausgeschaut. Die Völker sind sehr stark durch den Winter gekommen. Zwei Völker haben fast keine Futterreserven mehr gehabt. Ein Volk hat noch mehr Futterwaben gehabt. Und die Völker sind so stark, dass sie sogar schon angefangen haben, Weiselzelt zu bauen, Weiselnäpfchen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe sofort zwei Ableger gebildet. Die sind jetzt schon bei meinem Freund auf dem Bauernhof in ausreichender Entfernung. Wollte eigentlich erst nächste Woche machen, aber durch die Stärke, Volksstärke, habe ich da gleich ein bisschen handeln müssen. Habe die ein bisschen geschröpft, dass sie mir nicht schwärmen. Es ist voller Betrieb, die Obstbäume beginnen zu blühen. Die Zwetschge ist gerade in Vollblüte oder beginnt gerade. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Fluglochimpressionen. Ihr habt ja gerade gesehen, gerade habe ich mal einen Stich gesetzt an einer Stelle, wo mich der Ischias zwickt am Hintern, am Rücken. Mal schauen, ob das wirkt. Dann werde ich das die nächsten Tage noch ein paar Mal wiederholen. Also es geht los mit der Arbeit, mit der wöchentlichen Kontrolle. Auf jeden Fall mal alle durch den Winter gebracht, das war sehr positiv. Jetzt machen wir mal ein paar Impressionen. Jetzt folgen noch ein paar Impressionen vom Flugloch, ein paar Nahaufnahmen. Dann könnt ihr euch mal den Betrieb anschauen, der da herrscht. Entspanntes Treiben, da könnte man stundenlang zuschauen, wie fleißig meine Mädels da anschaffen. So viel mal zum Bienenjahr 2019. Eine Woche, ein paar Tage vor Ostern, sagen wir mal so. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Die Arbeit geht los. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, für die Wildbienen habe ich natürlich auch was gemacht, das habe ich hier aufgehängt. Da sieht man schon diesen verschlossenen Röhrchen, die sind schon belegt. Da sind schon etliche da, die mit Erde verschlossen sind. Da waren eigentlich schon welche am Zuge. Das sieht man hier, die verschlossenen Röhren mit Lehm oder mit Erde. Das Ding habe ich fertig gekauft. Aber ist doch toll. Oh, da kommt wieder eine. Da ist sie rein. Kommt die nächste. Ein Hummel ist ja irre. Und das innerhalb von ein paar Sekunden. Ich bin jetzt gerade mal eine halbe Minute hier und schon sind schon zwei rein. Faszinierend. Und der Luis passt auf.